Und damit ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Episode Palia mit dem Fred. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin jetzt gerade schon auf dem Weg zum Magimarkt. Der startet ja immer um 6 Uhr abends im Spiel. Und ich habe auch überlegt, ich mache das jetzt mehr oder weniger so eine, wie so eine kleine Laberfolge, wo wir auf so ein paar Sachen eingehen, die neu sind mit dem Update. Und wenn ihr wollt, dass ich mal alle Sachen aufzähle oder alle Sachen zeige, die im Update neu sind, da muss ich allerdings dazu sagen, das ist relativ viel. Dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da oder schreibt es auch gerne in die Kommentare. Abonniert auch gerne den Kanal, das hilft natürlich auch. Denn wir sind ja jetzt ja gerade erstmal auf dem Weg zum Magimarkt und dann wollen wir natürlich mal gucken, was es denn da so alles Neues gibt. Und das ist wirklich einiges, kann ich euch sagen. Aber ihr habt ja wahrscheinlich auch schon selber gespielt. Ihr könnt mich auch gerne adden im Spiel. Ihr seht ja oben links meinen Namen. Also wenn ihr wollt oder wenn ihr in meine Freundesliste wollt und mal vielleicht mit mir zusammenspielen wollt oder ja, einfach mal euch unterhalten wollt, dann addet mich doch gerne. Ihr könnt auch Mabuel adden, der spielt ja auch öfters mal mit mir und ist auch schon mal öfters hier auf dem Kanal unterwegs. Und nun gehen wir mal zum Magimarkt und dann gucken wir mal, was uns denn da alles erwartet. So, jetzt haben wir auch die richtige Uhrzeit und wir sehen ja jetzt ja hier schon bei Zeki, dass es natürlich auch neue Questlines gibt, ne? Das ist ja auch schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt habe ich hier noch leider Quests angenommen, die ich eigentlich gar nicht annehmen wollte. Ja, es gibt ja wirklich viele Sachen hier. Die Bewohner haben hier ihre Stände, wo man was kaufen kann. Und wir haben ja jetzt hier auch sozusagen dann zwei Währungen. Einmal die Glücksumschläge, aber auch natürlich hier mit dem normalen Gold Sachen, die man kaufen kann. Oh, das finde ich super. Provisorisches Gartenchopper, das sieht ja wirklich mal gut aus. Oh, eine Tasse, auch nicht schlecht. Die nehme ich natürlich auch mal mit. Den Teppich habe ich schon. Magimarkt jagen, Verbotenschild, ja, auf meinem Grundstück definitiv bitte auch keine Chappas jagen. Dann haben wir natürlich hier noch den Wunschbaum, da muss ich jetzt hier mal eben das einfärben. Man kriegt, glaube ich, einmal pro Tag kriegt man so ein leeres Wunschband und das kann man dann jetzt hier färben. Die Frage ist natürlich jetzt, Langlebigkeit, nein. Wohlstand, nein. Wir wünschen uns Glück. Glück für alle Leute hier und nicht nur für euch, sondern auch für die Leute auf dem Server. Jetzt habe ich das hier eingefärbt. Und jetzt bringen wir das mal dahin und jetzt steigt die Laterne in die Luft und dann ist, ich weiß nicht genau wann, aber nach einer bestimmten Zeit kannst du ja dann bei dem Brunnen das einlösen und kriegst dann was da raus. Vielleicht werden wir das in dieser Folge noch sehen. Das ist jetzt auf jeden Fall da oben. So, flieg bitte da hoch und bleib erstmal da, bis ich das gleich einlösen kann. Ja, dann haben wir natürlich noch das Hot-Pot-Spiel hier und ich muss sagen, einerseits finde ich das wirklich gelungen, andererseits ja, ist das Problem, dass ich das halt nicht mit meinen Freunden spielen kann, sondern, also jetzt gerade, wir sehen das ja, das Spiel startet automatisch. Wir haben allerdings jetzt noch keine anderen Spieler hier, das bedeutet, wenn das jetzt gleich abgelaufen ist, spiele ich halt gegen die NPCs, also gegen die Dorfbewohner, ansonsten halt gegen andere Spieler, die jetzt hier gerade dabei sind. Das bedeutet zum Beispiel, Matthias und ich sind gestern gleichzeitig auf den Markt draufgegangen, wir waren auf dem gleichen Server, waren dann aber nicht auf dem gleichen, beziehungsweise sogar auf demselben Magimarkt. Jetzt haben wir jetzt hier noch eine weitere Spielerin dazu bekommen. Ja, wir machen mal eben einen kurzen Cut. Ich rede gleich weiter und dann spielen wir eine Runde Hotpot. Und schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in die Kommentare, weil ich das eigentlich ein bisschen schade finde. Verschenktes Potenzial, dass wir jetzt hier nicht mit unseren Freunden zusammen Hotpot spielen können. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen schade. Oh, es geht schon los. Da muss ich ja gar keinen Cut machen. Wir haben jetzt also drei gegnerische Spieler. Ja, das Spielprinzip, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das durchblickt hatte. Du musst Dreierpaare bilden und dann natürlich von der gleichen Farbe und am besten natürlich von der gleichen, ja, von der gleichen Sorte in dem Sinne. Was haben wir denn jetzt hier alles? Ist ja sowieso noch nichts großartig da, ne? Einen Pilz, den tauschen wir mal eben aus. So. Jetzt haben wir zwei gleiche schon mal von Lila. Jetzt haben wir ein bisschen Rot dabei. Ansonsten ist das noch relativ viel Gewurstel. Und ich muss auch sagen, mit den NPCs ging es natürlich auch deutlich schneller, weil die Spieler jetzt hier natürlich länger brauchen, um ihre Züge zu machen. Das muss man sich natürlich auch immer vor Augen führen. Und die Chopper-Jagd möchte ich natürlich auch noch gerne mitnehmen. Hoffentlich passt das noch zeitig, wenn die sich mal ein bisschen beeilen würden. Also, wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Oh ja, auf jeden Fall die. Auf jeden Fall die. Dann haben wir schon mal zwei. Dann haben wir schon mal zwei davon. Ich weiß auch gar nicht teilweise, was das alles sein soll. Okay, klar, einen Shrimp oder so eine Fleischrolle oder so ein Pilz, den kann ich natürlich schon quasi erkennen. Aber bei manchen Sachen, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Aber okay, wir müssen jetzt uns erstmal konzentrieren. Im Endeffekt, ja, mal schauen, warte mal, was habe ich denn da? Das bringt mir eigentlich alles nicht so viel, ne? Nehmen wir mal die in der Mitte. Oh, ja, sehr schön.
Einen zweiten Schrimp. Jetzt haben wir zweimal. Ist das eine Muschel da rechts? Was soll das sein? Soll das eine Muschel sein oder eine Kokosnuss? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt zweimal grau und zweimal dieses bläuliche. Jetzt haben wir natürlich noch eine Möglichkeit. Ja, zweimal das Fleisch haben wir jetzt nämlich auch. Dann nehme ich, glaube ich, sogar das hier. So, jetzt haben wir zweimal Fleisch, zweimal den Schrimp und zweimal die... Ich sage jetzt einfach mal die Kokosnuss. Also, ja, ihr seht natürlich da auch schon im Chat, dass die Leute das Spiel schon feiern. Ich muss auch sagen, es gefällt mir auch wirklich gut. Bis auf die Tatsache, dass wir jetzt hier halt... Ja, dass wir das jetzt nicht mit Freunden spielen können. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal unsere erste Dreier-Kombination fertig. Und gewonnen hat natürlich der, der als erstes fertig ist. Das bedeutet 3x3, also die 8 Karten, die da vor dir liegen, plus noch die Karte, die dann da drüber ist, die wir bei uns jetzt gerade nicht sehen. So, zweimal Schrimp, zweimal Fleisch, dreimal Kokosnuss. Wenn es eine Kokosnuss ist, ich weiß es doch nicht. Ja, da kann ich jetzt natürlich nichts mitmachen. Ich würde mal sagen, Leute, wir machen jetzt hier aber trotzdem mal eben einen ganz kurzen Cut. Ich werde das jetzt mal eben zu Ende spielen und dann machen wir gleich hoffentlich noch die Chapa-Jagd, dass wir die dann noch miterleben. Die ist nämlich auch ganz lustig eigentlich. Also, kurzer Cut und dann schauen wir auch gleich noch auf jeden Fall auf mein Haus, weil ich ja da auch noch einige Sachen gekauft habe. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Jetzt habe ich diese Fleischrolle doppelt. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay. Es ist vorbei und je nachdem, wie viel du halt hast, wenn ein Spieler fertig ist, dann zählen natürlich dann die Punkte, die du dann bis da hast. Und ich habe jetzt 960 Glücksumschläge erhalten. Ich finde, das ist auch definitiv ein sehr guter Weg, die zu sammeln. Das ist, ja, ganz lustig, muss ich sagen. Das ist ganz lustig. Ja, das Glücksrad gibt es hier noch. Da habe ich jetzt allerdings gerade natürlich nichts, um da was zu machen. Ja, ich habe auch noch gar nicht alles hier durchforstet, was jetzt hier die ganzen Käufer angeht. Ich habe ja gesagt, jeder von den NPCs oder viele haben ja natürlich hier einen eigenen Stand. Hier ist die Layla, hat einen Stand. Dann ist hier Ohodari, da muss ich ja mal vorbeigucken. Was hat der denn da? Drachenfeuerwerk, Magimarkt-Laterne. Oh, auch nicht schlecht. Ja, ich werde noch ein bisschen sammeln und dann gebe ich das wahrscheinlich alles mal auf einmal aus. Die Layla hat ja hier die neuen Samen, ne, die man kaufen kann. Die habe ich auch schon eingepflanzt. Und zwar hier, Pak Choi-Samen und auch den China-Kohl-Samen. Oh, das sieht auch gut aus. Ja, schöne Deko, neue Rezepte und so weiter. Also hier gibt es wirklich viele Sachen, die neu sind. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und 12 Uhr ist das. 12 Uhr nachts startet die Chapa-Jagd, ganz genau. Es wäre halt lustig, echt, wenn man das dann mit den Freunden zusammenspielen könnte. Ich weiß nicht genau, ob das halt einfach nicht möglich ist. Ja, oder ob das... Ich weiß es nicht, ob es nicht möglich ist oder warum das nicht funktioniert. Vielleicht ändern sie es ja auch noch. Ah, genau, hier ist bei der Chapa-Hütte ist das hier. Also das hole ich mir auf jeden Fall noch. Das große Chapa hole ich mir auf jeden Fall noch. Hier ist noch Zekis Laden. Ja, und ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was sich denn hier so lohnt. Auf was soll ich denn sparen? Was soll ich mir denn hier kaufen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ich bin wirklich sehr gespannt. Ihr seid ja wahrscheinlich, was so Deko und so angeht, ein bisschen fitter als ich. Feuerwerk gibt es ja auch noch, da musst du direkt auf die Trommeln schlagen. Und jetzt machen wir noch einen kurzen Cut. Ich möchte nämlich unbedingt noch die Chapa-Jagd machen. Und dann gehen wir noch zu meinem Haus. Dann zeige ich euch, was ich da umgebaut habe. Es gibt nämlich auch neue Fenster und auch noch neue Tapete, glaube ich. Also wir gucken da gleich mal drauf. Ein kurzer Cut. Ich spiele, glaube ich, in der Zeit noch eine Runde Hotpot. Bis gleich. So, jetzt ist es 12 Uhr und kurz danach beginnt ja die Chapa-Jagd und das, was wir da unten sehen, das Gehege, da müssen wir die dann reintragen. Jetzt kommen ja schon auch einige Spieler hin und das Feuerwerk ist auch da, pünktlich. Also, jetzt geht's gleich los. Finde ich auch ganz lustig eigentlich. Es eignet sich auch ganz gut, um die Umschläge zu sammeln. Du bekommst 5, glaube ich, eine 5 Glücksumschläge bekommst du, wenn du selber eins sammelst. Und dann natürlich, wenn du als Gruppe was machst, dann bekommst du noch 2. 2 pro Chapa und neue Emotes gibt es natürlich auch. Und ich habe gehofft, dass hier irgendwo eins ist, dass hier irgendwo eins spawnt, aber die laufen jetzt alle da hinten rum. Ja, es ist halt auch ein bisschen problematisch, dass man halt immer gucken muss, wo die gerade rumspawnen. Aber komm, das da vorne, da stampfe ich mir jetzt. Nein. Hier, gib mir. Wir haben das erste geschnappt. Jetzt tragen wir den kleinen Fratz darüber zum Stall und haben 5 Glücksumschläge. Ja, ich hatte gehofft, hier wird noch ein Spawn. Die spawnen eigentlich mehr auf dieser Seite, also zumindest auf dieser Seite und dann da hinten auch noch. Bisher nur da hinten. Wir sehen das jetzt, ich habe 1 gerade mal gefangen und unsere Gruppe hat bisher 12 gefangen. Da ist doch eins. Da ist doch eins. Ja, da ist auch noch eins. Komm, nehmen wir den. Mit Hut. Chapa mit Hut. Genau.
Finde ich lustig, muss ich sagen. Solche Spiele könnten sie wirklich öfters bringen. Nicht nur bei einem Event, sondern auch gerne öfters mal. Komm her. Gerne auch mal dauerhaft sowas. Ich meine, auf der einen Seite ist natürlich schön, wenn sowas wie dieser Magi-Markt jetzt ein bisschen exklusiv ist. Auf der anderen Seite, ja, wäre es auch schön, wenn man solche ein paar Spiele, wo man zusammen was machen kann, gerne dann auch natürlich mit seinen Freunden und nicht jetzt einfach mit zufälligen Spielern, wenn man das natürlich dann auch mal öfters im normalen Spiel hätte. So, mit dem Growth haben sie da auf jeden Fall schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, das muss man auf jeden Fall mal sagen. Aber gerne auch noch mehr. Und jetzt warten wir hier auf weitere Chappas, die hoffentlich noch spawnen werden, aber bisher habe ich jetzt... Da hinten ist noch eins, aber es bringt mir nichts. Ich hoffe ja hier noch irgendwie, dass hier noch mal gleich eins spawnt von den Kleinen. Vier Stück habe ich gerade mal weggebracht. Da hinten sind noch welche. Okay, die nehme ich jetzt mal mit. Nein. Lauf doch nicht. Wo läufst du hin? Ja, sind alle weg. Ich kriege das nicht mehr. Ärgerlich. Ja, das ist das Problem. Ich bin da hinten gerade weggelaufen. Jetzt stehe ich hier quasi zwischen den beiden Sachen und dann bin ich da bei dem einen weggelaufen, dann kam das da dahin, das Chapa, und dann bin ich wieder gewechselt, aber jetzt haben wir hier noch welche. Sehr gut. Schups, nehmen wir den nächsten mit. 1 Minute und 50 und dann will ich euch auf jeden Fall gleich noch meine Bude zeigen und ja, dass ich die neuen, wie die neuen Fenster aussehen. Ich finde die nämlich wirklich sehr gelungen. Die kann man im Rathaus kaufen und dann muss man aber noch Holz und Scheiben beisteuern, damit die gebaut werden. Dauert eine Stunde, glaube ich, pro Fenster, bis das fertig ist. Aber es lohnt sich, Leute. Ich kann es euch sagen, es lohnt sich wirklich. Sieht wirklich richtig gut aus. Jetzt warten wir. Ich warte jetzt hier ab. Ich werde jetzt nicht wieder darüber laufen. Wenn ich jetzt darüber laufe, dann sind die wieder da hinten. Nein. 68 Stück. Naja, das ist schon mal ganz in Ordnung. 7 Stück von mir selber. Das bedeutet 7 mal 5 Umschläge plus nochmal diese 69 mal 2. Ach kommt, Leute. Immer da, wo ich bin, gefühlt. Kennt ihr das am Supermarkt oder im Supermarkt, wenn ihr euch an die Kasse stellt und gefühlt ist immer die Kasse, wo ihr seid, ist immer die längste. Ist das, da muss man immer am längsten warten. Und hier ist noch eins. Aber es ist weg. Da hinten ist noch eins, hier ist noch eins. Ja, super, hat sie mir gerade weggenommen. Ah, ist nicht weggenommen, also nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. Es ist natürlich das gute Recht von jedem jetzt hier einen Chapa zu fangen. Das werde ich auch nicht mehr bekommen. Ja. Und wie ich es gesagt habe, ne, man läuft von einem zum anderen und egal, wo man hinläuft, die Chapa sind nicht da, wo man selber ist. Irgendwie. Naja, Matthias sagt zwar, man soll immer so im Kreis laufen, aber im Prinzip ist es ja dann auch eher Lack, ne, wo die dann rumlaufen. Ist die Frage, wo sie jetzt als nächstes spawnen, auf der Seite, da hinten oder hier? Ah ja, da haben wir nämlich noch eins. Ich hätte gerne noch, also 10 Stück hätte ich schon gerne jetzt voll gemacht, mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Jetzt müssten sie ja eigentlich hier hinten spawnen. Aber wir haben auch nicht mehr viel Zeit. 10 Sekunden noch. Ah, es wird knapp. Ah, da hinten war noch was. 5 Sekunden. Nein, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr ganz. Ah, nicht mehr ganz. Also wisst ihr das ja, ne? 9-mal habe ich das abgeliefert, bekomme 5 Stück pro abgelieferten und dann nochmal 2 Stück für meine Kollegen. Sehr gut. Also 249. Solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, die Chopperjagd, das lohnt sich. Und jetzt habe ich natürlich schon einige wieder gesammelt, einige Glücksumschläge. Und ich mache aber jetzt, glaube ich, noch einen Hotpot, denn ich will das noch eben ausnutzen, dass der Markt noch da ist. Und danach gehen wir zu meinem Grundstück, dann zeige ich euch das, was ich da gebaut habe. Kurzer Cut und bis gleich. Oh, ich habe gerade gewonnen. Tischpunkte, das bedeutet plus die Gewinnerhand, also 960. Sehr schön. Und jetzt gehen wir zu meinem Haus. So, nicht nur, dass wir eine Errungenschaft bekommen haben. Also, wir schauen mal eben drauf. Es gibt ja anscheinend neue Errungenschaften, genau. Magi-Markt. So, läuft noch 27 Tage. Sehr schön. Stempelkarten. Ah, nicht schlecht. Verbrauche Glücksumschläge. Großer Appetit. Rein damit. Interessant. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Dass wir jetzt hier noch ein paar weitere Sachen haben. Wie kann ich denn hier weiter? Wie komme ich denn hier weiter? Ach da! Ja, für Dumme steht's dran, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, dass man jetzt hier die ganzen Sachen noch bekommen kann. Quests sehen wir ja hier auch noch. Ein paar Sachen, die wir noch machen können. Aber ich wollte euch ja das Haus zeigen. Und bei wem ist das auch so? Mit dem Rauch? Bei mir sieht das nämlich seit dem Update so aus. Ich habe auch schon, also ich spiele natürlich am Computer, unschwer zu erkennen. Habe auch schon die Auflösung geändert und die Grafikeinstellungen, allerdings hat sich da nicht besonders viel getan. Und hier,
das sind die Fenster. Ich finde, die sehen richtig gut aus. Ich habe da nämlich schon mal eins hingebaut und da habe ich auch eins hingebaut und auf die Seite auch. Jetzt laufen wir hier mal einmal rum. Da habe ich auch noch eins. Hier an dem Zweithaus habe ich auch welche hingebaut und hier an den Ecken jeweils noch. Ah, das sieht nämlich richtig gut aus. Da noch welche hingebaut, da ist noch eins und hier zwischen auch noch eins. Sehr schön. Muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut. Wenn man reingeht, ich habe hier auch mal die Tapete übrigens mal ein bisschen geupgradet. Das ist die von Hodari, die man kaufen kann mit den Medaillen. Ja, so sieht das dann von innen aus. Finde ich richtig schön, muss ich sagen. Und wenn wir jetzt mal hier hingehen, da sind nämlich die neuen Sachen eingepflanzt. Und zwar, das ist der Kohl und, was war das andere? Ich weiß es nicht auswendig. Kohl und, ich kann mir den Namen nicht merken. Das Ding heißt Chinakohl und Pak Choi. Pak Choi, okay, das ist eine Nutzpflanze. Interessant. Wird zu einer Pak Choi-Nutzpflanze, verhindert das Wachstum von Unkraut bei anderen nahegelegenen Nutzpflanzentypen. Das ist doch schon mal ein sehr schöner Bonus. Ja, die neuen Emotes, muss ich sagen, die gefallen mir auch ganz gut. Yay, da. Und das Herz. Und ich habe irgendwas jetzt gerade noch vergessen. Der hier? Ah, ich glaube, der ist auch noch neu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall bauen wir jetzt mal eben schnell unsere Sachen hier auf. Okay, das kann ich nicht da platzieren. Das ist nicht cool. Ah, die Tasse kann ich platzieren. Sehr schön. Und natürlich werde ich jetzt mal eben ganz kurz noch das hier platzieren. Platzieren wir es auf der Veranda? Ich glaube, das platzieren wir auf der Veranda. Das sieht gut aus. Und natürlich ist auf meinem Grundstück ausdrückliches Verbot. Oh, das ist ein bisschen zu nah. Nicht, dass es brennt. Kann natürlich nicht brennen, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist hier ein ausdrückliches Verbot der Jagd von Chappas. Und deswegen habe ich das jetzt mal hier aufgestellt. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Nicht wundern, hier ist noch ein bisschen Kuddelmuddel. Da muss ich noch was aufbauen. Ja, dann sehen wir uns bei einer neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein. Abonniert bitte den Kanal, wenn euch der Content gefällt. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Schreibt mir eure Meinung zum Magi-Markt-Event in die Kommentare.